Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit meinem M-Gramm-Tag und ich werde jetzt in diesem Video auch ein bisschen rumhaten. Bei einigen Sachen passen mir überhaupt nicht mehr an Destiny 2. Das liegt halt hauptsächlich auch an der Scharlachwoche, weil ich halt immer nur im PvP auf den Sack kriege. Können wir auch gleich damit erstmal anfangen. Also Engramme kommen natürlich auch noch hier. Ne? Ich habe genug Engramme, auch noch genug Engramme in der Poststelle hier. Engramme der schönen Erinnerung. Da, wie gesagt, da kann auch Glanzstopp rauskommen. Ja, da bin ich auch erstmal heiß drauf hier. Hier kleines Geschenk, mittleres Geschenk oder großes Geschenk. Da bin ich eher heiß drauf. Mal schauen, was da dann alles rauskommt. Aber zu Anfang erstmal hier der Leuchtturm hier mit den Fraktalinspenden. Ist auch schon ein Stück weiter. Vielleicht, wenn ihr das Video guckt, ist es vielleicht noch ein Stück weiter. Rarara, weiß er nicht. Ja, das ist Level 5 gerade. 6 und 7 müssen noch. Aber dann sind wir fertig. Aber das Problem ist halt, Bungie kann halt selber hier entscheiden, wann die Stufen erreicht sind, weil keine Sau weiß, wann das ist, weil es keinen Counter gibt und die können selber entscheiden, wie das läuft. Das ist einfach eine Schummelbude, sag ich gerne nochmal. So, jetzt kommen wir noch kurz zum Haten. Also, Scharlachwoche, schön und gut, toll, sieht ganz schick aus alles. Die Beutezüge sind auch ganz okay, weil man immer Doppel-EP kriegt und man kriegt auch Glanzstaub und auch andere Sachen. Mit dem Zuckerherz kann man natürlich immer schöne Sachen kaufen hinten. Ja, die Sachen, die vielleicht fehlen, das ist alles Kosmetik, aber ist auch okay. Aber das Matchmaking finde ich grotesk und nervt mega ab. Da kriege ich dann es Gegner, die halt komplett im PvP schon durchgehend spielen. Ja, aber halt, ich halt da kein Licht sehe, weil die halt eben im PvP ihre ganze Rüstung eingestellt haben auf PvP, also die ganzen Beils mit der Rüstung fertig haben. Dann haben die Waffen drinne, gegen die ich überhaupt keine Chance habe. Gut, Lunas Geheul, Not Forgotten oder Nicht Vergessen, geht ja noch. Aber Yutyn und Erentil, ganz ehrlich, was sind das für Waffen? Also ich hatte ein Match gehabt, da war ein Warlock auf der Map Witwenhof, der ist die ganze Zeit wie so ein Apache-Helikopter durch die Gegend geflogen, hat seinen Hellfire abgeschossen mit der Yutyn. Habe ich kein Licht gesehen. Also ich konnte nichts machen. Ich war sofort tot. Ich weiß nicht, was er da eingestellt hat, was er da sich zusammengefummelt hat. Aber es ist einfach unfair. Zudem auf Konsole ist das Problem auch erstmal die Ladezeiten. Ich habe es wieder irgendwie 4 Minuten gebraucht, um zum Turm zu kommen. Richtig nervig. Dann auch so die laggigen Server im PvP, Gambit etc. Also ich habe letztes Mal ein Interview noch von Bungie durchgelesen, wo die gesagt haben, die hätten in die Serverstruktur investiert und haben halt eben da das alles verbessert. Das sehe ich nicht so. Ich sehe eher, dass einfach gar nichts läuft. Und ich bin auch der Meinung, das war einfach auch gelogen, was die gesagt haben. Weil so wie es jetzt im Moment läuft, geht gar nicht. Also allein schon die Patches vernichten ja ziemlich viele Sachen. Dann ist die Performance richtig schlecht geworden. Also PS4 Pro habe ich mit SSD eingebaut. Und ich weiß ganz genau, die ist schnell genug. Es lädt auch dann einigermaßen schnell. Das sind einfach rein hier die Server, die halt abnerven. Und im PvP ist es ganz schlimm, finde ich zum Teil. Da kriegst du halt Schüsse ab, obwohl du hinter der Mauer schon bist. Also der schießt auf dich, du rennst dann in die Mauer und bist tot. Also ne, die Schüsse sind erst laggy-mäßig, also eine Sekunde später oder eine hundertste Sekunde später erst bei dir animiert eingetroffen sozusagen. Aber da bist du halt schon hinter der Wand und sagt das System, ja, du hast trotzdem getroffen, bist tot. Also, oder halt auch, da kommt einer auf dich zugerannt. Bist eigentlich schon tot, aber gibst ihm noch einen Nahkampf. Der geht dann auch tot, ist auch ein Lag-Zeichen dafür und das ist halt nervig. Zudem ist PvP allgemein nervig, weil ich spiele mit normalen Controller, habe nichts, kein Scuff-Controller, irgendwas, keine Ahnung und keine Maus und Tastatur. Da gibt es einfach viel zu viele Möglichkeiten, um zu cheaten. Ja, auf PC weiß nicht, wie das abläuft, aber PC soll da wohl extrem gut sein. Das haben ja die meisten Streamer, YouTuber, keine Ahnung, haben alle auf PC gewechselt. Ich kann es nicht. Erstmal ist mein Clan hier unterwegs, zweitens habe ich mein ganzes Equipment auf die PS4 ausgelegt, ja, und mein PC steht woanders, das geht nicht, kann ich nicht verbinden, deswegen, funktioniert das einfach nicht bei mir, leider, und, habe ich ja Pech gehabt, aber wie gesagt, ich mag Scharlachwoche gut, schön und gut, vielleicht, einige mögen es vielleicht, ich, spiele es nur, um meine Zuckerherzen zu bekommen, wie gesagt, dann hole ich dann irgendwann alles ab, Zuckerherzen habe ich jetzt im Moment, glaube ich, 445, ist ganz okay, aber wie gesagt, ich spiele noch ein bisschen weiter und dann mache ich da auch noch ein Video von, wie ich alles abhole, dahin, einige Sachen habe ich ja schon, aber das werde ich dann nochmal sehen. Insgesamt ist aber die Scharlachwoche eher nervig, sagen wir es mal so, weil es PvP ist. Dieser PvP ist für mich Kryptonit, muss ich zugeben. Ich mag es überhaupt nicht. Ich muss es spielen. Ab und zu gibt es ja lustige Matches, aber insgesamt würde ich am liebsten den Controller gegen die Wand pfeffern, wenn ich PvP spiele, weil es ist einfach nicht balanced. Matchmaking funktioniert nicht, Server sind kacke und die Waffen sind auch einfach nicht aufeinander abgestimmt, sodass man sagen kann, ich habe noch eine Chance, wenn ich mit normalen Waffen reingehe. Nein, vergisst es. Könnt ihr vergessen. So. So, jetzt kommen wir nochmal zur anderen Sache. Mein Internet funktioniert halt nicht. Lustigerweise, mein Download ist, ich habe eine Leitung von, also ich bin bei Vodafone, Kabel Deutschland. Es geht über Koaxialkabel bei mir. Ich habe eine 500 Leitung, so 500 Mbit Download, 50 Mbit Upload und es kommt Download, kommt 550 Mbit an und Upload gehen bei mir 0,2 bis 2 Mbit raus.
Ich habe den Support schon angeschrieben, ich habe jetzt ein Sonderkündigungsrecht, ich könnte jetzt wechseln, dann müsste ich aber ins DSL-Netz wechseln, weil alles andere bringt halt nichts. Mein Problem ist immer, ich wechsle immer nur zu den ursprünglich Besitzer des Netzes, also Kabel Deutschland gehört ja das, ja das Fernsehnetz sozusagen, ja die Koaxialkabel gehört Kabel Deutschland, deswegen bin ich dahin gegangen, also Kabel Deutschland Vodafone jetzt ja, früher Kabel Deutschland. Und das DSL-Netz gehört ja eigentlich der Telekom, deswegen würde ich halt zur Telekom wechseln. Mein Problem ist nur, ich kriege jetzt halt mein Internet und Telefonie kriege ich jetzt komplett 100% erstattet, bis also einschließlich März, weil also die halt festgestellt haben, das liegt halt eben nicht an mir, dass nicht an meinem Netzausbau, angeblich hier soll ein Netzausbau stattfinden. Ich gehe davon aus, dass sie wahrscheinlich zwei Gebiete zusammengefasst haben im Moment und das eine Gebiet halt ausbauen und das andere Gebiet dann wieder zurück sozusagen schalten. Anders kann ich mir gar nicht vorstellen, aber mir wird es einfach nicht in den Kopf, dass der Download funktioniert, aber der Upload nicht, was ich halt brauche, um hier die Videos hochzuladen. Ich bin nächteweise dabei, selbst da ist der Upload gestört, um die Videos hier hochzuladen. Der Rechner läuft fast 24 Stunden durch, das geht irgendwann nicht mehr, ist zu teuer, Strom kostet einfach alles, geht irgendwann nicht mehr, deswegen kommen auch weniger Videos. Ich wollte auch ganz andere Spiele schon wieder spielen, funktioniert einfach nicht. Und ich habe halt alles in Bewegung gesetzt. Ich habe angerufen, ich habe Briefe geschrieben, E-Mail geschrieben, ich habe so einen Forum-Thread aufgemacht. Die haben überall geantwortet, sagen, die machen was, aber mir wird es einfach in den Kopf, warum der Upload gestört ist, weil wer lädt großartig alles hoch, ganz ehrlich. Die meisten laden noch runter wegen Netflix, Amazon Prime etc. Aber bei mir funktioniert es im Moment dagegen nicht, deswegen ist gerade das Update. Ja, entweder wechsle ich noch zu Telekom, das Problem ist halt Vertragslaufzeit 2 Jahre, nervt mich auch ab. Aber wenn das Netz das stabil sein sollte, dann ist es natürlich gut. Aber ich habe damals von der Telekom DSL gewechselt zu Vodafone Kabel Deutschland Kabelnetz, weil Telekom hier nicht funktioniert hat. Genau das gleiche Problem, was ich jetzt mit Vodafone Kabel Deutschland habe hier, hatte ich früher bei der Telekom auch. Das Netz war überlastet und es waren zu viele Leute hier in der Gegend unterwegs. Aber die haben mir Glasfaser gelegt in der Straße. Deswegen, ja, muss ich mir das mal überlegen. Das ist auf jeden Fall der Stand der Dinge gerade. Deswegen kann ich nicht so viele Videos hochladen. Und es ist richtig nervig. Und ist leider so. So, jetzt kommen wir jetzt leider, oder leider ist gut, jetzt kommen wir erstmal hier zum Engramm-Tag. Ich werde 10 schöne Erinnerungen in Gramma einlösen, mehr nicht, weil den Rest lassen wir mal auf der hohen Kante, sonst wird das jetzt hier das Video darf auch nicht zu groß werden. Ich gucke schon immer auf den Timer. Ich habe noch 3 Minuten so ungefähr, dann war es das, sonst wird das Video einfach zu groß. Und dann crasht das hier alles wieder mit dem Upload. Ist leider so, kann ich nicht ändern. Das ist halt die ganze Nacht zum Beispiel das FIFA 20 Video, habe ich ganze Nacht hochgeladen. Hat einfach zu lange gedauert. Und deswegen ist es einfach nur nervig. So, aber jetzt haben wir hier die Engramme raus. Wie gesagt, ich bin eigentlich heiß auf die Glanzstaub. Alles andere interessiert eigentlich nicht. So, mal gucken. Oh, hier sehen wir auch schon, wie es leckt. Graue Taube, das setzt den Heiligen hier einmal. Okay. Dann haben wir hier eine Bogenhülle hier einmal. Feistgift Schimmer. Ja, die Shader, die welche Ibis. Recyceln diese weite Wachsamkeit Hülle. Ab mit dir, auch langweilig. Auch langweilig. Konzentrische Morgenröte. Habe ich die schon gehabt? Weiß ich gar nicht. Dann Future 1 Hülle. Mann, ich brauche Glanzstaub. Kriegerross. Die große Geschichte. Ja, also Exos kam jetzt ja genug raus. Wie gesagt, die Sachen, die ihr im Shop seht, müsst ihr entscheiden, was ihr kauft und was nicht. Meine Empfehlung war ja, einmal hier die Hülle, Banshees Liebling, führendes Licht, ist sehr gut, 2850 Glanzstaub. Eigentlich sieht die Hülle auch ganz nice aus. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich die kaufe. Dann haben wir hier einmal Touchdown für 3250, Glanzstaub die Geste. Dann haben wir hier einmal Mantel der Erinnerung, hier einmal Shinobus Gelöbnis, einmal hier Waffenornament, das hole ich mir schon mal, das ist ganz okay. Ja, müsst ihr bei jedem Schar gucken, was es da gibt. Also beim Jäger ist es jetzt das hier. Dann haben wir noch Schwarzer Tod hier einmal für die Scharlach. Das holen wir uns natürlich auch. Sieht nämlich ganz nett aus, das Ornament. Das sieht nämlich dann so aus hier. Ganz nice eigentlich. Also auch meine Empfehlung. Den Geist hole ich mir den oder hole ich mir den nicht? Ach komm, ich hole mir den. Was soll's, ich habe noch einen Staub. Muss ich halt wieder reinfahren. So, das Spontanitätsross will ich eigentlich auch noch haben. Muss ich aber erstmal einen Platz schaffen ein bisschen. So, da habe ich die Hülle jetzt auch geholt. Dann Future 1 Hülle. Das sind, also die haben alle meistens blöde Perks. Ich brauche halt einen Geist mit führendes Licht. Es leckt schon wieder. Mann. Ist auch hier. Diese Performance ist bei Destiny 2 sowas von schrecklich geworden. Es ist nicht mehr schön. Es ist einfach nur nervig, sag ich ganz ehrlich. So, die Dinger hau ich mal eben weg. Das brauche ich auch nicht hier. So, das Rost will ich natürlich auch noch haben. Definitiv. Um uns auch noch mal eben schnell. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch.
weiß, wir müssen alles hektisch hier gerade, aber es, wie gesagt, ich kann es ja nicht ändern. So, jetzt habe ich richtig viel Glanzstaub rausgeholt. Wie gesagt, Glanzstaub kriegt ihr nur mit den wöchentlichen Beutezügen oder mit den Engramm, die ich gerade geöffnet habe. Da kam da jetzt nichts raus, aber sonst kriegt ihr halt unbedingt keinen Glanzstaub hier. Und ja, das waren jetzt meine Empfehlungen, die Kaufempfehlung und mein Engramm-Tag. Spontanität sieht mir ziemlich krass aus, das Ding. Wie gesagt, also das ist eigentlich das richtige Gefährt für den Titan. Da muss ich dann nochmal rüber switchen und den da irgendwas in der Sammlung holen. Kein Problem, so soll es laufen. Aber ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und Zuhören. Sorry fürs Rumhaten, aber es musste einfach mal sein. Ich bin einfach richtig abgenervt, dass ich halt nicht so arbeiten kann hier mit meinem kleinen Channel, wie ich gerne hätte. Und ja, so sieht es leider aus. Dann erstmal danke und Support. Und seid ihr immer gut, immer schön am Liken, am Schreiben. Das finde ich sehr schön und läuft. Sagen wir es mal so, reicht auch so, wie es ist. Und dann reingehauen. Schöne Woche noch bei Scharlach. Ja, und wenn es euch zu doll nervt, dann spielt wieder PvE. So einfach ist das. Tschüss!